Ja, hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Update hier zu meinem Becken. Ja, ich wollte euch mal ein bisschen was erzählen, was es so Neues gibt, was seit dem letzten Video so passiert ist. Erstmal zu meinem Becken. Die Korallen, die stehen alle super da, also ich bin echt sehr zufrieden. Die Wasserwerte habe ich heute mal wieder gemacht und alles ist tipptopp. Die sind ziemlich stabil geblieben, so dass sich die Dosierung auch nicht ändern muss. Ja, wie gesagt, so sieht alles gut aus. Die Korallen, die ich zuletzt gekauft habe, die entwickeln sich ziemlich gut, muss ich sagen. Zeigen schon schön Wachstum und sehen auch ganz gut aus. Also da kann ich echt nicht meckern. Hier die Kaulastrea zum Beispiel, die habe ich jetzt schon länger und da unten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da habe ich ein Stück abgeknipst und einen Ableger gemacht und da ein Stück weiter hinten. Da sieht man auch wieder, ich glaube, zwei oder drei Köpfe, die kriegen auch weniger Licht ab, weil da drüben ja alles voll ist, da drüber ist alles voll ist und da unten, die werde ich wohl heute auch noch mal abknipsen und da auch einen Ableger machen. Leider habe ich nur so eine große VA-Schere, die man, glaube ich, eher für Pflanzen nimmt. Und besser wäre vielleicht so eine extra Zange. Da gibt es ja auch verschiedene. Und falls man da überhaupt mit so einer Zange dran kommt, weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, mit der Schere ging das auch. Ja, was wollte ich dann oder was habe ich seitdem noch gemacht? Ich habe in der letzten Zeit habe ich jetzt angefangen, ein bisschen die Korallen abzupusten mit so einer Pipette. Ich habe so eine 60 cm Pipette und ich kann euch das ja mal zeigen. Muss ich einmal kurz den Springschutz öffnen. Also hier so eine und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wieso ich das in der letzten Zeit oder bis jetzt noch gar nicht so regelmäßig gemacht habe, aber ihr seht ja, das bringt richtig was, wenn man den ganzen Schmodder hier wegpustet. Ich habe das auch öfter gesehen bei Aquarianern, die das auch gemacht haben und ich meine, das macht ja auch Sinn, weil wenn der ganze Schmodder um die Korallen herum weg ist, dann haben die vielleicht auch ein bisschen optimalere Fläche zum Wachsen, denke ich mal. Und werden dann nicht so behindert in ihrem Wachstum. Ja, das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich das auch auf jeden Fall regelmäßig machen werde. Und ja, zu den Kugelalgen. Ich habe ja die Mitrax-Krabben gekauft und jetzt alle vier auf einmal sehe ich nicht jeden Tag, aber ich weiß wohl, dass zwei auf dieser Seite sich da in den Felsen verstecken. Der dritte habe ich hier auf der linken Seite rumkrabbeln sehen und die vierte, die, ich meine, die ganz kleine, keine Ahnung, entweder versteckt die sich irgendwo oder. Ja, oder was auch immer mit der ist, weiß ich nicht genau. Aber ich habe auch in der letzten Zeit jetzt auch die Kugelalgen manuell abgemacht mit, also, oder abgesaugt, besser gesagt, und über einen Filter laufen lassen, das Wasser. Und man sieht auch, wie die Felsen allgemein schon freier von den Kugelalgen sind. Teilweise durch dieses manuelle Entfernen und auch durch die Mitrax-Krabben. Ich denke mal, so ein Zusammenspiel von beiden und natürlich den Fuchsgesicht auch. Das ist schon eine gute Waffe, sage ich mal, um die Kugelalgen demnächst loszuwerden. Also das sieht auf jeden Fall vom Gestein auch viel besser aus.
Ja, die Garnelen, die Wodemani-Garnelen, die haben sich jetzt alle drei, also zwei habe ich ja gekauft und die dritte war ja da unterm Felsen und die anderen haben sich da auch mit verschanzt. Also die sind jetzt alle drei dort. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist schon mal eine, die da rausguckt und hier unten guckt ab und zu mal eine raus. Aber was die Glasrosen angeht, die sind zwar etwas weniger geworden, aber so ganz, wie ich mir das jetzt erhofft habe, ist das jetzt nicht. Deswegen habe ich mir auch in den letzten ein, zwei Wochen vorgenommen und die Fütterung so angepasst, dass ich die Strömungspumpen abschalte und das Artemia dann oben verteile und das bewegt sich dann im oberen Bereich, sodass die Garnelen da nicht so drankommen. Wenn man jetzt die Strömungspumpen anhätte, dann wird das überall auch nach unten gedrückt werden und dann würden die eher das Gourmet-Essen bekommen, anstatt die an die Glasrosen zu gehen. Und das wollte ich ja nicht, deswegen überwiegend mache ich jetzt die Strömungspumpen aus und hoffe mal, dass die jetzt ein bisschen mehr Appetit auf die Glasrosen bekommen. Da werde ich auch mal in Zukunft sehen, wie das dann aussieht. Ja, Mitragskrabben habe ich euch ja erzählt. Die sieht man besonders dann abends, wenn das Licht dunkler wird, wenn die da ein bisschen mehr Sicherheit haben, glaube ich, oder so. Dann sieht man die über dem Felsen krabbeln und die Kugelalgen auch fressen. Also das ist zwar jetzt nicht die alleinige Lösung, aber das ist schon richtig gut, wie das läuft. Ja, dann habe ich auch noch die Lichteinstellung geändert. Ich habe ja bis jetzt die Saxby gehabt und ich habe noch immer die Koralle, die Briarerium oder wie heißt die, dieses oh, Fuchsi, geh mal zur Seite. Dieses Affenhaar, das habe ich jetzt da hinten hingestellt, in der Hoffnung, dass das jetzt wieder langsam kommt. Also die Werte, die sind, Wasserwerte sind eigentlich ganz okay. Vielleicht liegt es an der Strömung oder Licht oder auch, ja, oder ja, genau, am Licht, dass die vielleicht zu viel Licht abbekommen oder wie auch immer. Jetzt habe ich die da hinten hingestellt. Die können dann ruhig die Wand da oben auf der Seite hochwachsen. Das wird mir jetzt nicht viel ausmachen. Aber wenn die jetzt langsam wieder kommen würden, wäre das schon nicht schlecht. Ich habe auch keine Ahnung, wieso die jetzt so lange zusammengezogen ist, die Koralle. Ja, mal gucken. Da muss ich immer mal demnächst beobachten. Ja, und die Lichteinstellung, die habe ich geändert. Saxby hatte ich bis jetzt und jetzt habe ich eine andere Lichteinstellung, die ist jetzt von der Intensität nicht großartig anders als die von Saxby. Ich wollte da jetzt auch nicht zu große Experimente machen, weil die Korallen ja so eigentlich ganz gut aussehen. Ich habe jetzt aber nicht wie bei Saxby, dass die Lichteinstellung mal im Verlauf des Tages mal stärker und schwächer wird. Das habe ich jetzt nicht, sondern ich habe jetzt stetig die gleiche Einstellung über den Tag verteilt und habe aber ein bisschen ein paar Parameter, wie gesagt, geändert, so was UV angeht und Rot, Grün und so weiter. Das habe ich ein kleines bisschen beigegeben, 5 bis 10%. Ja, und dann habe ich auch noch abends, wenn das Licht quasi schon aus ist, dann ist noch 1 oder 1,5 Stunden abends noch die Mondbeleuchtung an. Diese Hydra, meine Hydra 32 HD, die haben ja so ein Mondlicht auch noch Einstellung. Und das ist gar nicht mal so schlecht anzuschauen, wenn dann die normale Beleuchtung aus ist und du hast dann so eine leichte Beleuchtung noch von so einer dunklen weißen LED oder was das auch ist, dann sieht man schon im Aquarium Sachen, wie sich die Korallen zusammengezogen haben, wie die Tentakel rausschieben und so weiter. Und auch die Tiere dann halt rauskommen, wie die Mitragskrabben und so weiter. Und es ist schon schön anzuschauen. Vielleicht kann ich euch da mal ein paar Bilder mal einblenden.
Ja, das zu den Lichteinstellungen, da muss ich aber mal gucken in den nächsten Wochen, ob ich das so beibehalte, ob das so überhaupt okay ist. Ja, dann hat sich noch ein bisschen was bei meiner Phytoplanktonzucht geändert. Und zwar habe ich mich jetzt von den kleinen Aquarium getrennt. Das war dann doch nicht so der Bringer. Da sind zu viele Fliegen reingekommen. Ich habe da ja keine Abdeckung gehabt und war nicht so toll. Jetzt habe ich mir erstmal so 2 5-Liter Flaschen gekauft. Ich blende euch da auch mal ein paar Bilder ein und so läuft das jetzt auf jeden Fall besser. Ich will aber trotzdem in Zukunft mir auch noch so 5 bis 10 Liter Flaschen kaufen, die unten noch einen Hahn haben, damit ich auch besser auch zwischendurch das Phytoplankton abzapfen kann. Ja, das kommt auf jeden Fall noch demnächst und ja, ansonsten sieht das alles so ziemlich gut aus. Ich bin also ganz zufrieden insgesamt. Ja, eine Sache habe ich auch noch gemacht und zwar habe ich mal hinten den Ablaufschacht gereinigt, beziehungsweise nicht den Schacht, sondern den Kamm und den Schwamm auch, der dahinter ist. Da ist ja von Aquamedic so ein Schwamm. Und zwar sieht der so aus. Den habe ich gereinigt und habe mich entschlossen, den komplett wegzulassen. Der war jetzt auch nicht super dreckig und im Endeffekt alles, was dahinter an Schwebstoffen runterkommt, das geht auch noch im Fließfilter rein. Deswegen habe ich den jetzt mal komplett weggelassen. Ich habe zwar keine großen Probleme mit Nitrat oder so. Jetzt momentan bei der aktuellen Probe habe ich Nitrat circa 3 und Phosphat 0,04. Von daher sieht das jetzt nicht danach aus, als wenn da jetzt irgendwie eine Gammelecke entstehen sollte, eine Gammelstelle. Aber trotz alledem, der kommt jetzt oder bleibt jetzt raus, der Filter. Der Schwamm, so besser gesagt. Ja, das wäre es dann auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.